hat. Ja, also, Plan Japans jetzt mal schlussendlich. Es wird auf jeden Fall im Krieg kommen, wahrscheinlich gegen Frankreich. Ich möchte das hier nämlich alles befreien. Dafür muss ich aber abgesichert sein mit genügend Männern, das ist kein Problem. Diese Dinge müssen hier alle gebaut werden. Das ist das Allerwichtigste. Ich brauche mehr Treibstofflager. Ja, Treibstoffkapazität sind 400.000. Ich brauche aber Treibstofflagerkapazität, brauche ich ein paar Millionen. Da muss ich jetzt echt reinputtern. Das ist das Allerwichtigste. Und dann mit der Eroberung läuft's. Also dann geht's. Nein. Aber momentan habe ich kaum hier Treibstoffkapazität. Also täglicher Zugewinn 2,2k etc. Aus Raffinerie 1,2k. Das reicht noch lange nicht für einen ausgedehnten Krieg. Japan ist so schwach. Also was das Öl betrifft. Und die Flotte werde ich dann rauswerfen und eine neue bauen. Du hast zum dritten Mal verschickt. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Dann funktioniert der Motten. Wichtig hier, das erobern. Siam gehört dazu. Und dann vielleicht Britisch-Malaya angreifen. Sobald sie Frieden haben, ist das ja möglich. Oh, der Schaden wurde behoben. Wir können die Welt weiter drehen lassen. Vielen Dank. Das ist dann kein Problem. Nein. Und, ich werde dann jetzt Mountaineers hier entsenden. Sobald die ein bisschen aufgefüllt sind. Gehen die hier. War schon, dass bei einer Entscheidung kommt, ne? Ja, aber. Und wieder müssen die Kolonien bluten für die Herrschaft der Engländer. Fakt, der seine ganzen Besitztümer mit eingerufen hat. Welche Besitztümer? Der Iran hat sich aus freien Stücken angeschlossen. Ebenso britischen Kolonien, die nicht zusehen wollen, wie die englischen Gebiete da verloren gehen. So. Englischen Gebiete. Englischen Gebiete. Das ist doch genau das. Das altmodische Denken, was wir versuchen zu verhindern. Das Kolonialdenken. Indien so, ist indem nicht es englisch. Sowjetisch wird. Ich sehe schon. Ich sehe schon die großen Differenzen, die nicht beigelegt werden können. Muss es denn immer Krieg geben zwischen den europäischen Ländern? Schmückt sich die Demokratie nichts mit politischer Finesse? Die demokratischen europäischen Staaten sind sich nicht ganz sicher, was sie politisch gesehen gegen sich können, denn sie unterstützen teilweise auch die Russisierung der Befreiung Indiens. Na, das ist natürlich, ist Krieg immer schlecht. Eine verzwickte Situation. Aber einig, das ist eine schwierige Situation politisch gesehen. Ich denke, das Beste, was wir dort tun können, da dieser Krieg nun wirklich die asiatischen Bereiche trifft, das sehr am Herzen liegt, aber dort haben wir leider keine Machtposition, um irgendetwas zu tun, dass wir für keine der beiden Seiten Partei ergreifen. Wo wir denn gerade von der Befreiung Asiens und dem Ablegen alter Gewohnheiten und vielleicht auch alter Kolonien sprechen. Wie sieht es denn mit Britisch-Malaya aus? Und wie wäre es denn zuerst mit den Philippinen? Das ist eine andere Geschichte. Wichtig ist zuerst einmal, dass das siamesische Volk ihre malaiischen Brüder aufschreien hört unter den harten Knüppeln der englischen Gesetzesorgane, die die Malaien behandeln, jetzt werden sie nur Hunde und nicht richtige Menschen. Ich denke, dieses Fake-News-Gehabe aller internationalen Länder ist nichts für die
britische Regierung. Von daher, bis auf Weiteres, werde ich nicht mehr an dieser internationalen Konferenz teilnehmen. Von daher, wünsche alles Gute. Sieht nach einem klaren Nein aus. Ich wollte noch anmerken, dass gerade die australischen Prügeltruppen schlimm sind für das malaiische Volk. Was ist denn jetzt passiert? Der englische König, der englische König hat sich zurückgezogen aus der Politik. Dementsprechend, selbst sehr bedauerlich. Dementsprechend können nur harte Tatsachen geschaffen werden durch eine Armee, wie es aussieht. Ich würde den japanischen Führer und die japanische Gottheit zu einer Konferenz einladen. Grüße aus Italien. Kaiser Hirohito kann leider nicht erscheinen, denn, wie gesagt, er ist gottgleich. Aber der Prime Minister macht sich natürlich auf den Weg. Welches Datum wäre denn in ihm und wo treffen wir uns? Italien ist jedes Datum angenehm und wir gehen nach den japanischen Voraussetzungen. Oh, dann wie wäre es, wenn wir uns in Mogadischu treffen? Afrika ist zwar relativ feucht und heiß, aber es wäre mir ein Liebes, auch mal den afrikanischen Kontinent betreten zu dürfen. Auf italienischem Staatsgebiet natürlich. Einverstanden. An welches Datum wurde denn gedacht? Wann könnten Sie anreisen? Oh, schnellstmöglich. Die Anreise ist relativ schnell, innerhalb von 2 Wochen eigentlich möglich. Aber da wir dieses Monats haben, sind wir, glaube ich, schnellstmöglich zu diesem Termin daran gebunden. Machen wir den 30. August. Ausgezeichnet. Dann haben Sie genug Zeit, Ihre Konvoi-Schiffe vorzubereiten. Der japanische Außenminister oder Prime Minister wird ja noch nicht mit einfachen Konvois fahren. Nein, natürlich ist ein Kriegsschiff der Yamato-Klasse natürlich nur das Beste vom Besten. Mit Admiral Yamamoto Isoruku und einer kleinen Geleitflotte. Wir freuen uns auf diesen faszinierenden Anblick. Ja, Großkampfschiff. Sieht man nicht alle Tage. So ist es. Wie ich gerade bemerke, ist wurde etwas verlustiert. Japanische wissenschaftliche Bemühungen sind anscheinend fehlgeschlagen, die Raketenforschung zu beschleunigen. Obwohl das eigentlich ein Fokus gewesen wäre. Düsenwerks-Prototyp. Wir reden wahrscheinlich von raketengetriebenen Passagiermaschinen. Nein, Düsentechnologie natürlich, nur für die zivile Luftfahrt sollte geforscht werden. Ich wollte schon sagen. Ja, was ist denn bitte schon Düsentechnologie? Oh, das ist das Neueste vom Neuesten. Die Japaner haben gemerkt, dass die Deutschen und die Engländer schon daran forschen. Dementsprechend musste dieser Rückstand schnellstmöglich aufgeholt werden. Dabei wird Luft im Inneren einer Düse beschleunigt. Also genau kennt sich der Prime Minister damit nicht aus. Das ist wissenschaftliches Gebiet. Aber jedenfalls sollen weitere Reisen und günstigere und vor allem schnellere Reisen damit möglich sein. Dass bald vielleicht Konferenzen auf der ganzen Welt für japanische Diplomaten möglich sein sollen und das innerhalb weniger Stunden oder sagen wir Tage. Faszinierend. Wenn ich mal fragen dürfte, was hat den britischen Premier nochmal so aufgebracht, dass er unsere Runde hier verlassen hat? Die Anfrage. Über die falschen Äußerungen der Weltpolitik, Propaganda. Genau. Japan hat eigentlich gehört. Wer in der indisches Gebiet als englisches bezeichnet. Das stimmt, das ist äußerst fragwürdig. Außerdem hat Japan höflich danach gefragt, wie es denn mit der Entlassung der britisch-malaysischen Kolonien aussieht. Da ist anscheinend
dem englischen Diplomaten die Nase geplatzt, der Kragen geplatzt. Ja, verständlich. Er hat viel, viel Stress, viel Druck. Ein Krieg gegen die Sowjetunion ist nicht ohne. Dieser Krieg wäre verhinderbar gewesen. Wie auch der Krieg gegen Amerika. Ich habe gerade eine Eilkonferenz. Anscheinend mit dem russischen Führer. Stalin auf der 2, oder? Lustige Telegrafengeräusche, muss man sagen. Ah, jetzt war ich's. Na, natürlich. Sehe gerade. Der amerikanische Präsident zieht sich kurz zurück. Freiwillige sind unterwegs. Könnte sie nicht mehr halten. Sind die japanischen Alpenjäger. Möchten sich gerne im indischen Gebirge beweisen. Mögen Sie der Freiheit Indien zuträglich sein? Ja, Sie werden der großartigen Militärkunst der Sowjetunion zusehen und Sie versuchen zu adaptieren und daraus zu lernen. So, wohlan, dann später. Ich begrüße den großen Prime Minister. Und zwar muss Italien die japanische Führungselite darauf hinweisen, dass ein Krieg zwischen Italien und Frankreich droht, denn Frankreich vollzieht aktuell, wie wir durch unsere aktiven Spione und Erfahrungsberichte von flüchtenden Juden erfahren, aktiv den Holocaust und sie töten und massakrieren jegliche Minderheiten in ihrem Volk, Juden, Ausländer aus jeden Kolonien, und die Sklaverei wird dort aktiv betrieben und deswegen ist Italien gezwungen, diese Barbarei und Sklaverei und diese Tyrannei zu unterbinden und fragt, ob die japanische Führungselite diesen Krieg unterstützt und vielleicht die Indochina-Regionen übernehmen wollte. Ja, natürlich. Wie schon abgesprochen, wir haben die zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist natürlich, wie quasi vorher vereinbart, Italien erklärt Frankreich den Krieg und ja. Japan entsendet 24 freiwilligen Divisionen, die direkt dann nach Rom entsendet werden und kämpft dann in Frankreich generell. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, dass auch Indochina angegriffen wird von Japan, wobei ersteres eigentlich zu bevorzugen ist, denn ja. Zweiteres bringt eigentlich nichts, was den Kriegsverlauf entscheidend beeinflussen würde. In 60 Tagen würde Italien Frankreich den Krieg erklären, um diese Tyrannei zu beenden. Perfekt. Also wie gesagt, Freiwillige sind da. Es werden die Elite-Krieger sein, Infanterie mit Artillerie, quasi in 40er Gefechtsbreite. Es dürften 17 Divisionen oder 18 Divisionen dann sein, schlussendlich. Ja. Wichtig ist einfach, dass Nizza, also die Küstenregion Nizza, Toulouse, Marseille quasi dadurch marschiert wird, damit die Alpen umgangen werden, und dann sollte das ein relativ schneller Feldzug werden. Einwandfrei. Perfekt. Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit und wir freuen uns auf Ihr Treffen auf dem Schlachtfeld. Italien hat natürlich einen großartigen Zeitpunkt gewählt. Der einzige Gegenspieler, der gewesen sein wäre, wäre vielleicht das Vereinigte Königreich gewesen, das jetzt natürlich maximal beschäftigt, aber ist Italien auch bewusst, dass auch Deutschland theoretisch intervenieren könnte? Italien hat Besprechungen mit dem britischen, deutschen und dem niederländischen Volk getroffen und Italien wird dann auch nochmal eine Ansprache halten, aber es ist mit Deutschland, Niederlande und Großbritannien theoretisch abgesprochen. Italien weiß nicht, was diese Länder intern besprochen haben, aber es wurde indirekt abgesprochen, dass dieser Krieg gerechtfertigt wird und später
wahrscheinlich ein Gebietsausgleich stattfinden könnte. Ja, okay. Solange Italien sich an Indochina-Verabredung hält, dann ist alles okay. Da Britannien so stark unter Druck steht, Indochina wollte wahrscheinlich Großbritannien haben, aber ich glaube nicht, dass Großbritannien dies durchsetzen könnte, falls es dazu kommt. Denn Großbritannien ist ja, wie wir sehen, im aktuellen Zeitpunkt maximal beschäftigt. So ist es. Wie gesagt, wenn die Abmachung gilt, dann wird auch Japan seinen Teil davon wird erfüllen. Denn das Ereignis sieht vor Indochina oder Krieg, das sich dann starten könnte. Indochina fordern. Deswegen muss das dann schon funktionieren. Nichtsdestotrotz, Japan ist bereit. Japanische Freiwillige stehen schon in den Startlöchern und freuen sich, Europa zu befreien. Einwandfrei. Und den Holocaust zu verhindern. Ja. Dann sehen wir uns wieder oben in der öffentlichen Konferenz. Perfekt. Muss fähig sein, sein Volk zu führen, muss fähig sein, gute Entscheidungen zu treffen. So, meine Herren, da jetzt alle da sind, außer der britische Premier, der sich entschieden hat, nicht am öffentlichen Leben teilzunehmen. Der ist auch wieder zurück aus seiner Spezialkonferenz. Der amerikanische Präsident hat der Weltgemeinschaft etwas zu verkünden. Beginnen Sie. Meine Damen, meine Herren, geehrte Welt, wie Sie ja kürzlich von der Sowjetunion gehört haben, leitet diese unter dem Schirm der Befreiung einen Feldzug der Expansion voran. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, meine Herren, auch wenn die Sowjetunion für uns löbliche Worte für unsere Befreiung Kanadas gefunden hat, dass wir dennoch skeptisch geblieben sind und das Vorgehen der Sowjetunion mit Argwohn beobachten. Das kommunistische System, meine Damen und meine Herren, ist keines der Freiheit. Auch wenn die Sowjetunion dies nach außen gerne so darstellt, sie wissen es. Sie wissen es zu genau, sie wissen es genauso wie wir es wissen, dass der Kommunismus kein gutes politisches Konzept ist. Der Krieg gegen Indien, ob er jetzt Indien befreien wird oder nicht, wird man im Nachhinein sehen. Aber dennoch ist es eins, und zwar Sicherung der Sowjetunion ihrer Ressourcen. Und wir sind sehr besorgt darüber, wie stark sich territorial die Sowjetunion ausdehnen wird nach diesem Krieg, den der Inder natürlich verlieren wird. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren der Weltgemeinschaft, überdenken Sie Ihre politische Position gegenüber der Sowjetunion einmal zutiefst und fragen Sie sich von Herzen, ob das so seine Richtigkeit hat. Wir werden, sofern die Sowjetunion mit ihrem aggressiven Handel, ihrem aggressiven Handeln voranschreitet, werden wir alles in Bewegung setzen, um dieses zu stoppen. Dankeschön. Da bahnt sich eine große Katastrophe an, so wie es aussieht. Apropos Katastrophe. Italien muss etwas verkünden. Unsere Spione haben entsetzende Bilder und Berichte für den italienischen Führer gefertigt. Und diese Bilder und Berichte von Zeugen und Wachleuten in bestimmten Lagern in Frankreich deuten darauf hin und bestätigen so mit 100%iger Wahrscheinlichkeit, dass Frankreich aktiv die Judenvergasung und bestimmter Kolonialvölker vorantreibt, diese versklaven und aktiv mit einem System töten, um diese Völker, Religionen und ethnischen Richtungen, die Artenvielfalt, die Rassenvielfalt ihres Volkes zu mindern und darauf hinarbeiten, nur noch ein reines Frankreich aus reinen
französischen Soldaten und Menschen hervorzubringen. Deshalb muss Italien in Frankreich intervenieren, denn Italien ist ein weltoffenes Land, das sein Volk sehr schätzt und sein Land liebt. Und sein Land liebt das Volk und das Volk liebt Italien. Und deshalb müssen wir diese Unterdrückten und Versklavten und dem Tode geweihten Religionen und Völker, diese müssen wir befreien. Mit sofortiger Wirkung, um nicht noch mehr Blut zu vergießen. Denn wir hörten auch, dass Griechenland dem beiwohnt, aber Griechenland ist dort nicht aktiv beteiligt. Diese liefern nur jüdische Gruppierungen aus. Die Urwurzel des Bösen liegt in Frankreich und diese müssen wir so schnell wie möglich stoppen. Und wir hoffen, dass die Weltgemeinschaft für dieses Übel Verständnis hat, dass wir dort schleunigst eingreifen müssen. Der deutsche Kaiser würde diese Beweise gerne erst einmal sehen. Europa den Europäern, aber ich möchte kurz off-topic, die Sowjetunion hat, glaube ich, vergessen, dass wir ohne Angriffspläne spielen. Ich habe sie nicht ausgeführt. Nee, aber trotzdem, also einfach nur Du darfst doch keine Frontlinie ziehen, du darfst einmal eine Frontlinie ziehen und musst sie dann löschen. Genau, quasi und dann alle weglöschen, nur damit es für alle dasselbe ist. Dann wieder on topic, vielen Dank. Also gegen die KI kann man nichts machen, die macht das natürlich trotzdem, aber wir sollten das nicht. Naja, Doping, den Russen ganz normal. Aber wie gesagt, Japan enthält sich, Europa den Europäern. Es geht zu Japan rein um die asiatischen Belange und um das asiatische Volk. Wenn Italien sagt und behauptet, dass dort Genozid in einer ganzen religiösen Gruppierung betrieben wird, obwohl das Judentum uns in Japan wenig sagt und wir wenig Berührung damit hatten, so muss Japan davon ausgehen, dass das korrekt ist, dass das stimmt. Amerika unterstützt das, auf jeden Fall. Ich würde trotzdem erst einmal die Beweise sehen wollen. Unser Berater kommt mit seinen schnellsten Pferden, denn wir haben nicht die gut ausgerüsteten deutschen Fahrzeuge, um unsere Berichte zu entsenden. Ich lasse ihn an der Grenze ein Fahrzeug abstellen, um das sie einsteckt. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder italienische Diplomat über einen derartigen Führernachweis zum Führen von Fahrzeugen aufweisen kann. Wir würden um einen Fahrer bitten. Selbstverständlich. Wir wissen ja, dass Kraftfahrzeugmobilität in Italien nicht so verbreitet ist. Uns ist bewusst, dass wir nicht die besten Mechaniker und die beste Technologie im Zusammenhang mit Fahrzeugen besitzen. Deswegen sind wir froh, ein solch gebildetes und gut entwickeltes Land wie Deutschland, das sich mit derartiger Technologie auskennt, als Nachbarn begrüßen zu dürfen. Sehr schön, ich erwarte das Eintreffen ihrer Diplomaten. Dieser reitet so schnell durch Nacht und Wind. Gute Dichte haben wir, aber davon hat Deutschland, glauben wir, auch genug gehabt und zurzeit auch vorhanden. Ah, der Diplomat ist eingetroffen. Er hat eine Aktentasche dabei. Dann werde ich mir diese Beweise mal ansehen. Auf den Bildern, die der Führer aus Italien bekommen hat, sind Lager mit Drahtzäunen, Stacheldraht und Bergen von Menschen zu sehen, die sehr wahrscheinlich Hunger gelitten haben, denn sie sind sehr, sehr abgemagert und haben wahrscheinlich seit ewiger Zeit nichts mehr zu sich genommen, nahrungsmitteltechnisch. Und einige Krankheiten sind auch zu erkennen, aber der italienische Führer ist sich in Medizin nicht ganz vollkommen und kann nicht alle Krankheiten voneinander entscheiden, die dort vorherrschen und die Franzosen auch diese Krankheiten aktiv unterstützen und durch die mangelnde Hygiene und die mangelnde Lebensmittelversorgung natürlich auch entstehen. Völlig entsetzt, was ich hier sehe.
Vor allem das Bild hat mich schockiert, in dem ein Leichenberg sehen ist, auf dem vier französische Soldaten eine französische Flagge hissen. Ja, nicht wahr? Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ist das vielleicht eine Frau im Hintergrund, wo eine nackte Brust heraushängt? Ja, ja. Sexistisch. Und im Zuge dessen, da diese Beweise wirklich authentisch zu sein scheinen, wird Deutschland seine Garantien auf Frankreich wohl widerrufen müssen. Denn das können wir nicht unterstützen. Deutschland steht nicht auf der Seite von Massenmördern. Italien freut sich, dass Deutschland die Botschaft aus Frankreich gesehen hat und dies nicht länger unterstützen will. Wir würden Italien natürlich darum bitten, zuerst einmal über politischen Wege mit Frankreich zu reden, bevor es die Situation eskaliert. Wir wollen ja alle Frieden haben. Dies haben wir schon im Untergrund getan, im Laufe der Konferenzen und im Laufe der Zeit. Aber die französischen Diplomaten scheinen uneinwillig. Sie scheinen davon überzeugt, dass diese Religion, diese ethnische Bevölkerung, diese Völker der Juden und anderen Völkerrassen, die in Frankreich leben, kein Recht auf Leben haben und kein Recht besitzen, in Frankreich zu leben oder dennoch, wie kann es Italien ausdrücken? Aber nicht so rassistisch. Wir sind ja, Italien ist ja kein Rassist, wir lieben ja alle Völker dieser Welt. Aber dass Frankreich keinen Sinn darin sieht, diese Richtungen, diese Völkerarten am Leben zu lassen und sozusagen diese komplett vernichten möchte und deshalb auch froh ist, dass Griechenland diese Völker diese Völker, die ausgemerzt werden sollen, ihnen liefert. Was natürlich auch beurteilen ist, dass Griechenland dies unterstützt. Schrecklich. Ich habe zwar nicht alles verstanden, was sie sagen wollten, ja, aber ich denke, das meiste oder den wahrscheinlich Ganzen, können sie das, ist der Dolmetscher, der das ins Deutsch übersetzt, nicht ganz auf dem neuesten Stand. Wir haben unsere Sprache erweitert und deswegen, ja, sind wahrscheinlich einige Vokabeln neu. Natürlich, Sprache zu erweitern, das ist immer ein gutes. Für Wörter zu erfinden. Gut. Deutschland sieht besorgt auf diese Ereignisse. Wird erstmal sehen, wie sich die Sache entwickelt. Wir hoffen natürlich, dass diplomatische Lösungen gefunden werden können. Ja, wir arbeiten täglich Tag und Nacht an diplomatischen Lösungen, um wie möglich zu bereinigen. Um die Völker zu befreien, um sie vielleicht in ein anderes Land mit italienischen Konvois zu chauffieren, dass diese in Frieden und Ruhe ihr Leben genießen können und nicht dem Tod entgegensehen müssen in Massenlagern. Der japanische Kriegsminister möchte der russischen Führung zuspielen, dass in diesem einen Gebiet die Organisation des Feindes so gering ist, dass vielleicht ein schneller Durchbruch mit schnellen Mitteln, nachdem die Organisation durch dauernde Angriffe komplett zermürbt wurde, möglich wäre. Aber dafür müssten schnelle motorisierte Einheiten dann folgen. Ach, die stehen bereits im Hinterland bereit. Ausgezeichnet. Wie gesagt, es wird ein Zermürbungskrieg, aber man sieht, wie die Organisation auf einem Tiefststand ist. Es muss nur der Druck aufrechterhalten werden. Also dann kann man davon ausgehen, dass Italien in Kürze Taten seinen Worten folgen lassen wird, damit nicht noch mehr Unschuldige und religiös Verfolgte abgeschlachtet werden wie Vieh. So ist es.
Wir haben nochmal eine letzte Anfrage, ein Ultimatum an Frankreich gestellt, um die Sache zu bereinigen, um die Personen, die Menschen aus den Lagern zu befreien und um sie und damit sie auf italienische Konvois gesetzt werden können, damit wir sie in friedliche Gebiete, Länder schicken können, in denen sie willkommen sind. Aber Frankreich sieht es nicht ein und möchte nichts von den italienischen Diplomaten wissen und hören. Und demnach sieht sich Italien gezwungen, die Völker auf kriegerischen Wege zu entlassen und sie zu befreien. Für die Juden, für die Kolonien. Was für ein Schlachtruf. Für die Juden. Ja. Es ist schade, dass es nun doch zu einem Krieg gekommen ist, aber anscheinend führte kein Weg daran vorbei. Mexiko würde sich gerne mal mit dem amerikanischen Präsidenten treffen. Ja, sehr gerne. Wann denn? Weiß ich. 1. Dezember. Sehr gut, machen wir. Deal. Schriftlich im Zuge dieser Krise in Europa immer meinen Verbündeten. Verbündete Königin Musina Berlin berufen. Aber selbstverständlich. Wäre es Ihnen denn am 9. Dezember? Sehr gerne. Ich ziehe auch mein Ausgebettlaken an. Das hört sich gut an. Das Ausgebettlaken. Ausgezeichnet. Ach ja. Naja, Japan sieht die ganze Welt. Ich sehe das schon. Es gibt nichts, was Japan hält. Japan sieht die ganze Welt.